Weißt? Hat's gesagt. Jetzt bin ich halt auch schon 30 Jahre verheiratet. Und die ewigen Streitereien ums Haushaltsgeld und die Sorgen mit den Kindern und die Probleme in der Ehe. Sowas schlagt sich natürlich aufs Gemüt nieder und dann irgendwann auch auf den Gesichtsausdruck. Sogar die Kinder haben es gemerkt, weil sie alle gefragt haben, Mama, was hast du denn? Mama, was hast du denn? Dabei habe ich oft gar nichts gehabt. Ich meine, außer mein Gesicht halt, gell? Kannst du dir natürlich vorstellen, dass das Erotische dann auch nicht mehr das war. Weil mein Mann schon einmal zu mir gesagt hat, weißt Hilde, auf dir, wenn man liegt, hat man das Gefühl, man schaut den Grand Canyon. Jetzt haben wir aber dann von Professor Klaus Weber, von einer Freundin, die Adresse von Professor Klaus Weber bekommen, in Düsseldorf, die also auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie eine Kapazität sein soll, gell? Dann haben wir gesagt, die paar tausend D-Mark da, mal investieren wir und ich fahre da hin und lasse das machen. Gell? Da bin ich also dahin gefahren und habe es machen lassen. Erotische dann auch wieder viel besser funktioniert hat. Also ganz, ganz, ganz toll. Leider hat natürlich nach ein paar Jahren dann die Wirkung wieder nachlassen. Dann war alles wieder beim Alten. Jetzt, weil wir aber gewusst haben, wie toll das klappt, nicht? Haben wir den Professor gleich noch einmal angerufen. Dann sagt er zu mir, gnädige Frau, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es Frauen gibt, die mit der Zeit direkt operationssüchtig werden. Vorsicht, gell? Dann habe ich gesagt, ich nicht, Herr Professor. Also, pack mal's, auf geht's. Dann bin ich ein zweites Mal hingefahren und habe es ein zweites Mal machen lassen. Beim zweiten Mal hat er natürlich ein bisschen fester anziehen müssen. Das ist ein sehr spannendes Gefühl. Als hätte man die Bauchnabel als Grübchen am Kinn. Und ein paar Opfer muss man natürlich schon bringen, dass zum Beispiel die spontanen mimischen Reaktionen nicht mehr ganz so spontan kommen, wie zum Beispiel das Lachen. Und das Weinen. Aber das macht ja nichts. Hauptsache ist doch jung, schön und sexy. Im Zuge des normalen Familienlebens ging es natürlich auch dieses Mal wieder schnell bergab. Jetzt, wo wir den Professor ein drittes Mal angerufen haben, war der schon in Pension. Haben aber von einer Freundin die Adresse gekriegt von einer südamerikanischen Schönheitsfarm, wo der Professor also auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet sein sollte. Gut, die Kosten, nicht? Also ich meine, mein Mann ist natürlich mit, gell? Der hat gesagt, der nutzt die Gelegenheit und lässt sich gleich die Ohren anlegen. Ja. Naja, aber mit Flug und Aufenthalt und so weiter waren wir dann schon so bei $30,000, haben wir einen Kredit aufgenommen. Aber dafür sollte dieses Mal noch ein Tränenzack-Entfernung und eine Lidstraffung dabei sein. Und das Truthahnkragerl am Kinn wollte man dann auch gleich. Wir sind wirklich mit vollstem Vertrauen da nach Südamerika sind wir da runter geflogen. Also er hat etwas zu fest gezogen und dann die Augenrung ist auch nicht alles okay, das ist ja egal. Hauptsache ist doch jung, schön und sexy. Yeah.